Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Berlin hat in den letzten Jahrzehnten einen schwierigen Prozess der Auseinandersetzung mit seiner NS-Vergangenheit absolviert und das mit guten Ergebnissen. Die Stadt hat eine beeindruckende Gedenk- und Erinnerungslandschaft. Der Auftrag des Schulgesetzes von Berlin, Persönlichkeiten heranzubilden, ich darf zitieren, Paragraph 1, welche fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten, ist nicht nur Buchstabe des Gesetzes, sondern in den Schulen der Stadt gelebte Realität. Und wir konnten dies kürzlich allesamt hier in diesem Hause sehen. Desto unverständlicher und jungen Leuten gegenüber kaum zu erklären, ich habe das übrigens versucht, ist die seit Jahren beharrliche Verweigerung von SPD und CDU, den vergleichsweise unaufwendigen Schritt zu gehen, den Menschen von der Ehrenbürgerliste der Stadt zu streichen, der im Januar 1933 Adolf Hitler in den Sattel setzte und dessen Zerstörungswerk die höchsten staatlichen Weihen verlieh. Und damit wir alle wissen, worüber wir heute abstimmen, zitiere ich, Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis, aus dem Antrag der NSDAP und der Deutschen Nationalen Volkspartei in der Berliner Stadtverordnetenversammlung vom 1. April 1933, Zitat: In Würdigung der Verdienste, die sich der Herr Reichspräsident von Hindenburg und der Herr Reichskanzler Adolf Hitler um die nationale Wiedergeburt der Stadt Berlin erworben haben, beantragen wir, Doppelpunkt, die Stadtverordnetenversammlung ersucht den Magistrat, dem Herrn Reichspräsidenten von Hindenburg und dem Herrn Reichskanzler Adolf Hitler das Ehrenbürgeramt zu verleihen. Zitat Ende. Der Magistrat hatte das übrigens schon am Tag vorher beschlossen. Der wusste, was die Stadtverordnetenversammlung tut. Der NSDAP-Fraktionsvorsitzende und künftige Kriegsverbrecher Dr. Julius Lippert erklärte dann in seiner Rede, auch hier möchte ich aus dem Protokoll, aus dem amtlichen Protokoll der Versammlung zitieren, Zitat, nachdem in den letzten Jahren mehrfach das Berliner Ehrenbürgeramt an wenig würdige, um nicht zu sagen an unwürdige, verschwendet worden ist, ist es unser Wunsch, die Unwürdigen haben wir übrigens alle draußen in unserer Ehrenbürgergalerie zu sehen, um nicht gerade zu sagen, an Unwürdige verschwendet worden ist, ist es unser Wunsch, nunmehr auf diesem Gebiet unter Beweis zu stellen, dass in der Reichshauptstadt ein neuer Geist Einzug gehalten hat, Hindenburg und Hitler sollen Ehrenbürger von Berlin werden. Zitat Ende. Ein Zahn schärfer war der deutschnationale Fraktionschef Granas. Zitat, vorbei ist die Zeit, da Berlin ein Begriff war für undeutsches Wesen, für Internationalismus, für kommunalen Größenwahn. Sparsamkeit, Sauberkeit und Sachlichkeit in einer Selbstverwaltung auf christlich-nationaler Grundlage haben jetzt ihren Einzug in Berlin gehalten. Das Reinigungswerk ist schwer. Mit starker Faust muss eingegriffen werden. Störende Übergangserscheinungen lassen sich schwer vermeiden. Wir wissen alle, wovon da die Rede war. Sie werden verschwinden, wenn das Werk vollendet ist und so weiter und so fort. Die Wiedererlangung dieser Ehre, so Granas, beruht in höchstem Maße auf dem tatkräftigen Willen des Herrn Reichspräsidenten von Hindenburg und des Herrn Reichskanzlers Adolf Hitler. Berlin ehrt sich durch diese Verleihung selbst. Zitat Ende. So, das ist hier geschehen in dieser Stadt. Festzuhalten ist, die Ehrenbürgerwürde würde Paul von Hindenburg nicht verliehen, weil er, wie auch immer, Held des Ersten Weltkrieges, der weise Schlachtenlenker oder gar der Held von Tannenberg war. Sie wurde ihm auch nicht verliehen für seine Verdienste als Reichspräsident. Sie wurde ihm verliehen, Zitat, wegen seiner Verdienste um die nationale Wiedergeburt der Stadt Berlin. Gemeint ist die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Gemeint ist die Unterzeichnung der Notverordnungen zum Schutze von Volk und Staat zum Beispiel. Und der Sterbeurkunde der ersten deutschen Demokratie des Ermächtigungsgesetzes wenige Tage zuvor. Am 27. März 2003 schmetterten leider Gottes die Parteien der jetzigen Koalition damals einen Antrag der Grünen ab, die dasselbe forderten, wie wir jetzt beantragt hatten, nämlich Hindenburg zu streichen. Frau Kollegin Fugmann-Hesing sagte seinerzeit, Streichungen sollten wir deshalb nur vornehmen, wenn die Aufrechterhaltung der Ehrenbürgerschaft schlicht unerträglich ist. Frau Fugmann-Hesing hat recht. Wenn die Aufrechterhaltung der Ehrenbürgerschaft unerträglich ist, und die Ehrenbürgerschaft Paul von Hindenburgs ist schlicht unerträglich. Hindenburg wurde geehrt für die Abschaffung der Demokratie.
und sein aktives Mittun bei der Errichtung der NS-Diktatur, über deren Bewertung wir uns hier im Saal, denke ich, sicher alle einig sind. Die Ehrenbürgerschaft Hindenburgs ist schon lange nicht mehr hinnehmbar und eine Schande für unsere Stadt. Mit einer Beibehaltung würde Berlin die Ehrenbürgerliste entwerten und das Amt nachhaltig beschädigen. Man kann nicht, wie Herr Bürgermeister Henke, ich nehme ihm das ab, offenen und ehrlichen Herzens weltoffene Spiele wollen und mit dem Argument der Völkerverständigung kommen. Und gleichzeitig stellt man sich, wie seine eigene Fraktion, schützend vor diesen Hitler-Installateur. Das ist ein Widerspruch. Und den, denke ich, sollten wir heute hier auflösen. Es geht hier übrigens nicht um den Hindenburgdamm, der ist Bezirkssache. Entschlösse man sich aber, diesen zum Beispiel in Richard-von-Weizsäcker-Damm umzubenennen, dann wäre die Linke die letzte Fraktion, die sich dagegen stellen würde. Aber sorgen wir jetzt erst einmal dafür, dass dieser nicht vorzeigbare Fleck auf unserer Ehrenbürgerliste verschwindet. Vielen herzlichen Dank.